Servus Leute und hallo, herzlich willkommen. Ja, wir haben Freitagnachmittag. Ich bin vorhin von der Arbeit heimgekommen. Ja, erst einmal in der Wohnung wieder ein Klarschiff gemacht. Und jetzt ist mittlerweile kurz nach vier, nö, kurz vor vier. Und ich habe mich entschieden, ich werde heute mal Stall sauber machen. Wäre mal wieder notwendig. Und da dazu nehmen wir heute den Schlepper, der normalerweise vor dem da steht. Welcher Schlepper ist es? Klar, der IHC. Nö, Spaß beiseite. Für die, die immer gerne den Sound vom Einzylinder hören. Ja, egal, ihr kommt wieder ran. Ja, ich könnte den KL300 auch nehmen, dann müsste ich aber erst das Auto rausfahren. Der KA15 hängt noch am Flug. Da bleibt er auch erst einmal dran, weil eventuell am Sonntag der Bulldog aufs Schleppertreffen geht. Mit Flug. Da ist nämlich in Schirn Schleppertreffen. Und da wird die Feldarbeit zu der Wirtschaftswunderzeit in die 50er und 60er Jahre gezeigt. Ja, das wird sicher natürlich passen. Der KA15, Baujahr 56, der Flug irgendwann aus die 60er. Wäre doch ein schönes Gespann. Feldarbeit von früher. Jo, auf jeden Fall, wir nehmen dann heute den Allgäuer, weil der steht gerade ganz günstig. Und Versicherung zahlt man auch dafür und TÜV hat er auch erst gekriegt. Sprit ist noch drin, dann darf der auch einmal ran. Thank you.
So, die ersten zwei Ställe sind ausgemistet. Der Hühnerstall ist sauber und der Schweinestall ist sauber. Ja, den Mist habe ich jetzt nicht verfahren, weil gerade eben einer von unseren Jäger da war. Und ja, mit dem haben wir geplaudert gehabt, weil der Rüttelplatten vorbeibringt von der Jagdgenossenschaft. Und da hat er eben gesagt, er geht jetzt auf die Jagd, auf den Ansitz und auf den Ansitz da hinten Richtung Misthaufen. Und deswegen fahre ich da heute nicht mehr hinter. Ja Leute, Samstagabend haben wir. Was ist heute wegen passiert? Ja, was habe ich heute eigentlich gemacht? Gute Frage. Ja, ein bisschen an die Streuwalzen von Mischstreuer weitergemacht. Das war die eine Arbeit. Und Futterzeug geholt. Ja, und jetzt abends bin ich ein wenig mit meinem alten Leo unterwegs. Ich glaube, so langsam, aber sicher, es geht mit mir zu Ende. Man merkt es nicht an, er baut ab. Ich habe ihn gerade mal ein wenig abgewaschen. Dem war zu warm. Wir hatten heute schon wieder 28 Grad. Ja, und ziemlich fertig der Gute. Ja, jetzt bin ich abends mit einer mal kleine Runde gelaufen. Mal hier runter auf meine Wiese. Und ja, einfach einmal, wie gesagt, ein Stückchen laufen mit einer, dass er sich ein wenig bewegt, dass er aber ein wenig abtrocknet dabei. Tja, 10 Jahre ist halt doch schon ganz schön Alter für so einen großen Hund, ne? Darf man nicht vergessen. Ja gut, aber wir sind jetzt unten an der Wiese und weil ich öfters einmal gefragt worden bin, wie schaut es denn eigentlich aus mit dem zweiten Schnitt bei euch? Ja, also wir stehen jetzt direkt an der Wiese und dieselbe Scheiße wie letztes Jahr. Das Gras steht nicht höher wie 20 cm. Tja, soll ich jetzt da noch groß was sagen? Übrigens, hier vorne ist mir irgend so eine Drecksau durchgefahren. Wenn ich den in die Finger kriegen sollte, der kriegt einen Rüffel. Schöne Spuren hier drin, da könnte ich ja schon wieder sonst was werden. Ne? Das, sowas ärgert mich ja immer. Also durch die fremden Wiesen durchfahren macht man normalerweise überhaupt nicht. Aber naja, ja, hier unten steht auf alle Fälle nicht viel da. Es könnte durchaus mehr sein. Mein Vater hat schon gesagt, bevor ihr Grummet macht, das wird wahrscheinlich sowieso nichts. Das fällt mir beim Trocknen dann sowas von auseinander, dass es die Presse nicht mehr aufnimmt. Soll ich eventuell lieber hergehen? Jetzt hast du dich verwurschtelt, mein Guter. Soll ich eventuell lieber hergehen und soll es abmähen und immer als Grünfutter holen, so wie ich es letztes Jahr gemacht habe? Ja, ich denke mal, das werde ich auch machen. Pressen werde ich das heuer nicht mehr brauchen. Ich meine, ich habe noch genug Grünzeug oder Heu daheim, so ist es nicht. Bestand ist da. Na, mein Guter. Langsam. Bestand ist da, ich habe noch genug liegen, ich käme bis nächstes Jahr auf jeden Fall wieder, kein Problem. Von daher wäre eventuell die Möglichkeit schon da, dass ich sage, ich mähe es als Grünfutter und verführe das halt dann bitte bis weit in den Herbst neu. Ist vielleicht die bessere Lösung, weil die Höhe vom Gras als Grummet, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße, das wird nichts. Na komm, wir gehen da rauf. Schön langsam. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das anstelle. So, laufen hinten um Felden auf. So geht die Fuhren auf. So, von da komme ich ja her. Ist schön, wenn die Wiesen und Felder direkt am Hof sind und man hat es nicht so weit. Zumindest die hier. Ja, wie es unten auf der anderen Wiese ausschaut, das müsste ich mal gucken. Müsste ich mal Ortskontrollfahrt machen. Oh, Kalf. Mal sehen. Müsste ich mal unten vorbei. Hier auf jeden Fall. So mau. Abmähen und verfüttern ist, glaube ich, die bessere Lösung. Die Pferde würden sich freuen. Ja. Weil das Problem ist halt, wie lange willst du das Zeug noch stehen lassen? Steht es noch bis Ende September, ja, kriege ich es nicht mehr trocken. Also trocknen als Heu, Grummet, wird dann nichts mehr. Spitzenmäßig. Ja, als Grünfutter, wenn ich es mähe. Dann habe ich den ersten Schnitt als Heu. Den zweiten Schnitt wäre Grünfutter. Und dann könnte ich sogar einen dritten Schnitt als Grünfutter hinbringen.
Das wäre eine Möglichkeit. Weil da ist ja nicht so schlimm, wenn es weniger ist. Na gut, ich sage jetzt einmal wieder heim. Schauen wir mal, ob er dann ein wenig schlafen kann. Weil vorhin hat er recht gezwitscht. Tja, was wollen wir machen? Nase vorne ist blutig. Da beißen die leider im Sommer immer die Mücken zusammen. Ist halt auch ein Problem bei ihm. Deswegen ist ein wenig Blauspray drauf, das hilft immer ganz gut. Man merkt das, Alter. Schade, schade. Aber wir waren alle nicht jünger und wie gesagt, 10 Jahre ist er. Für so einen großen, schweren Hund. Der hat ja auch mal Spitzenzeiten fast 90 Kilo gewogen. Na, was magst du denn? Na komm. Ja. Aber jetzt baut er halt zusehends ab. Kann man nichts machen. Gut, jetzt schauen wir mal. Jetzt gehe ich heim. Und ja, vielleicht machen wir da noch einen Stream. Mal schauen. Da Hausen beißen auf alle Fälle die Schnorren wie Sau. Hey Leute. Ja, wir haben Sonntag. Leider heute ein recht trauriger Tag. Tja, gestern Abend habe ich ja noch erzählt, dass dem Leo irgendwie nicht so gut geht. Das habe ich schon gemerkt. Und ja. Und mit Sonntagabend. Der ist letzte Nacht verstorben. Ja, ich habe ihn in der Nacht ins Waschhaus gebracht, weil es da einfach immer ein bisschen kühler ist. Ja, und heute Morgen, wie ich runterkam, hat er leider nicht mehr gelebt. Da war er schon auf der anderen Seite. Ja, ist irgendwie hart. Es fehlt jetzt was auf dem Hof. Ich meine, ja, er war die meiste Zeit angehängt und ins Haus konnte er nicht mit oder wollte er nicht mit. War immer recht schade. Aber es war doch irgendwie immer einer da. Du, wenn es 1000 warst, du hast immer gewusst, der Leo ist da und ja, auch der Reili, der vermisst was. Tja, letzte Nacht verstorben. 10 Jahre war er alt. Schade. Tja, ich wollte es im Video noch mit festhalten. Der ein oder andere weiß das Ganze ja schon. Über die WhatsApp-Gruppe eventuell. Auf alle Fälle Dankeschön für alle, die Mitleidsbekundungen gegeben haben. Das auf alle Fälle. Ja, wie gesagt, es ist irgendwie hart und es wird was fehlen. War ja doch ein Familienmitglied, der hatte zugehört. Ist irgendwie ein komisches Gefühl. Jetzt liegt er aktuell noch im Waschhaus. Da haben wir ihn liegen lassen, weil den müssen wir eingraben. Brauchen wir noch eine Backe dazu. Und dann wird er beerdigt. Geht aber erst morgen. Außerdem soll man immer eine Nacht oder beziehungsweise eine Zeit lang immer auskühlen lassen. Wir wissen nicht genau, wann er gestorben ist. Irgendwann letzte Nacht und ja, heute Morgen war er auf alle Fälle noch nicht steif. Um zu sagen, wie es ist. Ja, so lange war er wahrscheinlich nicht gestorben und ja, morgen soll er dann beerdigt werden. Naja, schauen wir mal. Deswegen an dieser Stelle, ich war natürlich auf keinem Schleppertreffen dann heute. Sollte eigentlich ein ausgelassener, fröhlicher Tag werden. Aber unter den Umständen hatte ich ehrlich gesagt keine Lust auf ein Schleppertreffen. Was will ich dann dort? Die Gedanken kreisen woanders und ja, bloß dass ihr das auch wisst. Schauen wir mal weiter. Hey Leute, ja, wir haben jetzt mittlerweile Montag. Heute Morgen haben wir den Leo beerdigt. Der liegt jetzt da oben bei dem Hollerbusch, direkt zwischen Zwinger und Hollerbusch. Ja, da hat er sein Grab gekriegt. Ist er beerdigt worden in nur gut 2,5 Meter Tiefe. Ja, so schnell geht's zu Ende, soll man nicht meinen. Samstag hat er noch ganz normal ausgeschaut und Sonntag früh liegt er drin. Geht ruckzuck, soll man nicht meinen. Naja, was will man machen? Ich meine, vielleicht
Er hat einen Herzfehler gehabt, das kann durchaus da her sein, was die Temperatur noch einmal, weil es doch relativ warm ist, oder wer weiß. Wir können das nicht ändern. Es ist jetzt einfach so, wie es ist. Schade, es ist sehr traurig, ja. Wir haben auch Familienmitglied verloren. Aber naja, das Leben geht weiter. Ist nicht das erste Mal, wird nicht das letzte Mal sein. Wir haben die Zwergziegen schon verloren. Katzen, Hamster, Meerschweinler, Hasen. Kann es gar nicht alles aufzählen. Wir haben alarm und durchgezählt, wie viele Katzen das jetzt waren die letzten Jahre. Also 10 Stück auf jeden Fall. Und ja, Ziegen. Waren auch eigentlich ja mit Sicherheit schon 10 Stück. Hund haben wir jetzt den dritten eingegraben. Naja. So ist das. Das Leben geht weiter, können wir nicht ändern. Der Reili sucht natürlich immer mal. Ist ganz klar. Der vermisst seinen Kumpel früh raus und normalerweise erst einmal der erste Weg da rein und ein wenig an die Ohren zupfen und ein wenig ärgern. Und ja, heute früh ist er raus und war halt nicht. Ich habe mir dann für heute freigenommen, bin daheim geblieben, eben um nicht zu beerdigen. Aber ich überlegt, ob ich auf Mittwoch dann auf die Arbeit gehe, es war dann zu spät, der Boden ist so knüppelhart. Hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis wir drin waren. Ja. Hat auf alle Fälle funktioniert, wie gesagt, 2,50 Meter werden es gewesen sein. Und bevor da jetzt einer sagt, um Gottes Willen, du kannst doch nicht den Riesenhund, doch dürfen wir, haben wir schon mal nachgefragt, das ist erlaubt, also wir dürften. Auf jeden Fall. Und du musst halt eine gewisse Tiefe einhalten, haben wir eingehalten, alles gut. Ja, so ist es halt. Aber jetzt einmal zu was ganz anderem. Ich stehe hier unten in der Maschinenhalle. Ich habe am Samstag schon angefangen mit meiner Serienproduktion für Schleuderarme vom Krüger Miststreuer. Ich richte jetzt erst einmal zusammen und ob dann vielleicht doch noch ein anderer herkommt oder was, weiß ich noch nicht. Ich habe vor, vorne ein Schutzgitter drauf zu machen. Da kommt eins vor die Heugatter drauf. Da baue ich eins vor die Heugatter drauf. Mache einen Hasendraht drüber, dann habe ich schon mal einen Schutz, dass nichts auf dem Schlepper vorne fliegt. Und die Streuwalzen mache ich komplett neu. Also die sind dann vom Feinsten wieder wie original und nagelneu, massiv. Weil das ist die alte Streuwalze. So sieht die aus. Ja, die Arme, wie man sieht, schon sind teilweise in sich verbogen. Materialermüdung. Das ist einfach so über das Alter hinweg, über die Jahre. So schaut es aus. Und ja, ich habe jetzt neu gebaut gehabt. Ich habe schon Bilder gepostet auf Instagram. Nee, in der WhatsApp-Gruppe glaube ich. Das sind die neuen Arme. Das sind quasi jetzt die hier oben. Schaut im Endeffekt da wieder so aus. Ja, ob der Anstellwinkel jetzt dann ganz genau derselbe ist wie hier, ich meine, das kann man nicht mehr 100% rekonstruieren. Es war ein Winkeleisen einfach so ein wenig aufgebogen. Klar könnte ich jetzt versuchen, den hier noch ein wenig rüber zu buckeln oder was, aber das mache ich jetzt nicht, um Gottes Willen. Die sitzen ja dann so drauf. Die nehmen dann unten und oben den Mist ein wenig mit und der nächste, der sitzt dann wieder so rum drauf. Nee, Quatsch. So rum. Und nimm den Mist dann da und da mit. Also man sieht schon, die sind jetzt gerade und die alten natürlich total verbuckelt. Sieht man auch hier das Material, das ist halt alles der Rostfraß und das alte und eine Haufen Steine hat man leider auch. Ja, ich richte den jetzt auf alle Fälle mal her. Ich habe auch mit meinem Vater noch einmal gesprochen, weil ich eventuell am Samstag mal an Streuer angucken gehe, Camperfräse. Also der Gedanke ist immer noch da, dass ich mir so ein Ding hole. Habe ich zu ihm auch gesagt, dann sagt er, du weißt auch nicht, was du willst. Du richtest den Krüger wieder zusammen und willst aber dann doch einen anderen. Warum richtest du den dann erst? Habe ich gesagt, naja gut, ich kann den richten. Und wenn die Streuwalzen wie neu sind, wenn ich nicht verkaufe, ich meine, ein bisschen Geld bringt er dann auch wieder rein. Aktueller Kostenpunkt sind 200 € Material, 20 € für Flexscheiben. Und Schutzgas werde ich wahrscheinlich auch ein Bottle brauchen und Schweißdraht sind mit Sicherheit auch noch einmal 100 bis 150 € beides. Das muss ich rechnen und das muss ich auch beim Krüger wieder rausholen.
wenn ich mal einen anderen kaufen würde und den Krüger weg. Also, das ist Fakt. Das heißt, summa summarum, ich müsste auf jeden Fall, ich sag mal, 400 € für den Krüger haben. Sollte theoretisch auch drin sein, weil den muss ich mir jetzt angucken. Der ist ein bisschen teurer, der ist aber in sehr gutem Zustand. Dem fehlt nichts. Das Baujahr Ende 60, also nicht einmal das älteste Modell. Hat erst wenig gelaufen. Ja, und der soll 700 kosten, hat aber wie gesagt wenig gelaufen, ist in sehr gutem Zustand. Also, wenn ich zumindest für den da dann 400, vielleicht 450 € oder was wieder reinkriege, wenn ich ihn dann verkaufe, ich meine, alles gut. Weil es kostet mich im Endeffekt der Arbeitsaufwand, wenn ich die Stunden noch mitrechne, dann müssten die Streuwalzen alleine ja 600 € kosten. Wenn ich alleine die Zeit rechne, die ich jetzt hier drüber verbringe, ist ja doch ein bisschen zu machen. Ich habe zum Beispiel auch die unteren Ärmchen hier mitgemacht. Die hier, die wären zwar noch, ja, man könnte sie nehmen, aber hier sind sie schon mal geschweißt worden. Das gefällt mir nicht. Und wenn ich neu mache, habe ich gesagt, dann gleich richtig. Also habe ich die Dinger auch gleich komplett neu gebaut. Auch ein Winkeleisen und zurechtgeschnitten. Und ein wenig zugeputzt, deswegen sind sie hier so leicht glänzert. Ein wenig geradet halt. Ja, also die sind dann wieder massiv und neu. Da gibt es nichts. Ich habe sie auch ein kleines Stück länger gelassen. Keine Angst, die schlagen nicht zusammen. Alles vorher am Streuer direkt gemessen und geprüft. So viel Luft dazwischen. Deswegen habe ich sie ein kleines Stück länger gelassen, dass sie auch so ein bisschen ja, näher zusammenkommen und besseres Material verteilen. Ich mache den jetzt neu und wie gesagt, was sich dann gibt oder nicht gibt, das wird man sehen. Vater hat schon gesagt, Mensch, eigentlich, wenn du bloß welche Mist, du hast ja eigentlich zu wenig Mist, wir müssten halt einmal fragen. Ja. Naja, es wäre noch eine Möglichkeit, dass ich eventuell einmal ein wenig rumfrage, wer einen Mist abzugeben hat, Pferdschmist oder keine Ahnung, ich möchte auf alle Fälle Festmist und keine Gülle. Weil Gülle kann ich nicht ausbringen, habe ich kein Fass dafür. Festmist habe ich den Streuer, ich meine, jetzt wenn ich ihn richte, dann soll der natürlich ausgelastet werden, ist ganz klar. Macht ja keinen Sinn. Ich richte mir jetzt den Streuer und dann fahre ich Gülle auf die Wiesen. Also, Blödsinn. Kann ich Festmist im Herbst auch fahren. Das wäre das Ziel. Und ja, mal schauen. Also entweder, wie gesagt, ich hole mir noch so eine Fräse. Es geht mich ja immer noch reizen. Oder ich nehme den Krüger, wenn ich mehr Mist hätte. Dann könnte ich auch ein wenig enger zusammenfahren. Ich meine, ihr müsst nicht 100% Spur an Spur fahren. Ich kann ein bisschen Abstand halten dazwischen. Aber so wie letztes Jahr auf dem Feld, also minimal mehr näher zusammen müsste ich schon. Naja, wird man sehen. Auf jeden Fall, ich stehe jetzt hier, ich mache jetzt gerade Serienproduktion von den Schleudern an. Und das sind die Dinge. Ich habe einfach aus dem Winkeleisen hier oben so ein Dreieck rausgeschnitten. Schaut dann so aus. Ja, dass die halt ein wenig so spitz sind und diese Form haben, wie die originalen. Ist nicht 100%, aber pff. So schauen die dann aus, wenn sie aufgebogen sind. Ja, und da ist halt, wie gesagt, jetzt da noch ein wenig scharfer Grat dran vom Flexen. Den muss ich dann noch beseitigen. Ich spanne die mir hier ein und ja, dann gib ihm. Und dann geht es. Ja, und weil ich gesagt habe, Flexscheiben. So sieht die aus, wenn die ja mal so, ja, wie viel habe ich mir geschafft, 20 bis 25 solche Eisen geschnitten habe. Dann schaut die Flexscheibe so aus. Ja, mit der kannst du nicht mehr viel machen, brauchst natürlich eine neue. Ich habe mir da gleich eine geholt. Eine Großpackung. Schaden tut es nicht. Wir haben da in Kulmbach einen Händler, wo du sie auch einzeln kriegen kannst. Also, wie gesagt, 20 Stück dann nochmal. Und ja, von den 20 Stück habe ich jetzt, ich glaube, 8 gebraucht. Insgesamt, weil ich habe ja die Eisen, die Winkeleisen geschnitten. Das war eine 6 Meter Stange. Habe die Eisen dann hier geschnitten gehabt. Und die da drüben natürlich auch mit der Flex. Und da gehen schon ein paar Scheiben drauf. Ja, jetzt geht es noch ein wenig ans freudige Buckeln. Und ja, den Haufen habe ich noch vor mir. Die da, das sind soweit fertig, die müssen dann noch ausgeputzt werden mit der ja, Fächerscheibe da. Und dann läuft das.
Ja, den Winkel, den ich brauche, den habe ich so ein wenig im Blick drin. Am Anfang habe ich es gemessen, mittlerweile hat man schon so einen automatischen Anhaltspunkt, wie weit das man muss. So, Montagabend mittlerweile. Ja, ich habe gerade die ganzen Viecher versorgt. Ich war bei den Schweinen unten, habe denen frisches Wasser und Futter runter. Habe die Hühner frisches Wasser und Futter runter. Und ja, jetzt bin ich unten bei den Pferden. Und auch hier frisches Wasser, frisches Futter, Heu und Stroh. Ja. Wasserkübel lasse jetzt noch volllaufen, das dauert noch einen Moment. Puh, wieder mal ein arbeitsreicher Tag zu Ende. Jo, demnächst werde ich auch mal die Koppel versetzen. Ja, versetzen ist es ja nicht mehr, nur noch abteilen, Gott sei Dank. Ich muss nur mal gucken, wie, weil viel gewachsen ist leider nicht mehr. Es ist halt einfach so, war zu trocken. Eventuell teile ich dann hier innen ab, von dem Tor hier bis da runter zu dem Fall da eventuell mal sehen, irgendwie so. Jo, hier bin ich auf alle Fälle auch gleich fertig und dann habe ich Feierabend. Meine Winkeleisen habe ich vorhin alle noch gebogen gehabt. Vom Flexen, da habe ich kein Video gemacht. Erstens einmal ist mir die Kamera da doch ein bisschen zu schade, mit einem Funkenregen zu stehen. Die Funken sind überall geflogen und ja, zum anderen. Wie gesagt, wie man flexen tut, wisst ihr ja, Schutzbrille auf und gib ihm, mach mal, nichts Besonderes. Jo, die Eisen sind auf alle Fälle soweit fertig, das ist schon mal was. Ich muss die jetzt dann noch entgraten. Ja, da wird sich jetzt der ein oder andere fragen, entgraten, wozu, möchtest du eh bloß eine Mischstreu hinten nur, nutzt sich doch eh ab, die Gerade, ist doch eh gleich rund. Ja, ist richtig. Freilich könnte ich auch hergehen und könnte es einfach lassen, wie es ist. Und mir denken, ach, scheiß drauf, Kopf weg. Ja, geht doch. Dann könnte man denken, scheiß drauf, dass wenn ich ein paar Runden gedreht habe, dann siehst du von die Gerade auch nichts mehr. Aber wenn ich es mache, dann habe ich gedacht, mach es gleich richtig, dass es schön ausschaut. Aber ich Farb soll ja auch drauf, zumindest der Rostschutzgrund war drauf gekommen. Das ist immer das eine, dass nicht gleich das Gammeln anfängt. Und falls irgendwo Stellen sind, wo quasi Schweißnaht nicht ganz dicht ist, dass er ein wenig Farben einläuft und dann ist gut. Ja, und dann geht es eigentlich schon dran ans Rohr schneiden und die alten Walzen so weit zu zerlegen, dass ich die Teile habe und dann erst einmal die Rohrstummel unten ran und den Pinöbel oben, den Führungsbolzen und dann die ganzen Ärmchen anschweißen. Das wird eine Aufgabe, du. Aber gut, auch das wird. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Wenn ich die letzten Tage nicht auf die Videos, auf die Kommentare reagiert habe, tut mir leid, war schlecht, aber naja, könnt ihr euch ja vorstellen. Gut, mal gucken, ob ich dann in der Halle noch was mache. Dann sehen wir uns nochmal. Tja, in der Halle war ich dann heute nicht mehr. War dann doch schon ein wenig zu spät, jetzt haben wir mittlerweile, ja okay, 1:30. Nee, eher nicht, 9:15. Ist doch ein wenig arglaut mit der Flex jetzt dann da unten noch die Dinge zu schleifen. Das muss ja jetzt nicht sein. Kann ich morgen dann noch. Ich schneide jetzt das Video noch und dann ist Feierabend. Ja, so viel auf alle Fälle zu diesem Video. Bisschen was Trauriges passiert, bisschen was los gewesen. Naja, ihr kennt's ja. Nun gut. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. An alle, die Beileidsbekundungen gegeben haben, nochmal vielen Dank. Wie gesagt, wenn ich Kommentare jetzt noch nicht beantwortet habe, kommt mit Sicherheit noch, war einfach jetzt keine Zeit dazu, tut mir leid. Das machen wir noch. Ich wünsche euch jetzt was und wir sehen uns wieder. Bis die Tage, Servus.